euer Kanal rund um Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen. Heute möchte ich euch zum Thema Bitcoin begrüßen, indem ich euch kurz und knackig meine Sicht zum BTC näher bringen möchte. Ich denke, dass viele von euch schon von Bitcoin gehört haben und sich fragen, was für ein Wert dahinter steckt. Und zuallererst geht es hier um Firmen, die in BTC investiert sind und was die Deutsche Bank dazu sagt. Danach schauen wir uns eine Vermögenspyramide an, wo Bitcoin im Moment im Vergleich zu Gold und Silber steht. Und nochmal kurz als Disclaimer, ich bin kein Vermögensberater. Das alles, was ich hier euch zeige, ist meine Meinung und meine Sicht darauf, welchen Stellenwert Bitcoin möglicherweise haben wird in Zukunft. Und da möchte ich euch eben ein, zwei Artikel zeigen und zwei, drei Bilder, die eben das ein bisschen darlegen. Und zwar geht es hier in dem ersten Bild um die Bitcoin-Bestände verschiedener Firmen. Da sehen wir einige nicht so bekannte, auch mir nicht so eindeutig bekannte, wie zum Beispiel DigitalX im Jahr 2019 hat sich gekauft 215 Bitcoins. Dann Hut 8, knapp 3000 Bitcoins. Und hier schon mal das erste Unternehmen Square, ist auch im Nasdaq gelistet. Es war in Zeiten von Wirecard ein Mitbewerber, sage ich mal, ein IT-Unternehmen für Zahlungslösungen, Softwaren, um eben digitale Zahlungslösungen zu optimieren, installieren. Und ich denke, der meist verbreiteste Nasdaq gelistete Firma MicroStrategy mit dem CEO Michael Saylor hat schon im Jahr 2020, besser gesagt im August, September, sich knapp 40.000 Bitcoins in sein Portfolio gelegt oder andersrum gesagt, Cashbestände umgewandelt in Bitcoins. Was den meisten vielleicht auch geläufig ist, ist dieser Grayscale Investment Trust. Das ist auch ein Unternehmen, bei dem man indirekt über Grayscale sich eben dann auch Bitcoins kaufen kann. Mittlerweile, da die Grafik schon etwas älter ist, PayPal hat den US-Bürgern schon ermöglicht, mit diversen Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter, Zahlungen abzuwickeln. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, wenn ich jetzt was mit Bitcoin kaufe über PayPal, wird PayPal das dann vor der Transaktion umwandeln in Dollars und dementsprechend die Zahlung so abwickeln. Also die Zahlung geht nicht in Form der Kryptowährung an den Verkäufer. Ja, und um den ganzen Wert, wenn man den hier mal allein das schon zusammenzählt, kann man schon davor ausgehen, dass der Bitcoin-Preis, den wir jetzt haben, so zwischen 57.000 US-Dollar ungefähr, Stand 22.03.2021, er muss nicht begründet sein, da die Grafik schon älter ist, aber nur mal als Hintergrund, wer alles investiert ist, um näher zu bringen, um den Wert des Bitcoins schon mal näher bringen zu können. Und dazu schauen wir uns mal die nächste Seite an. Und zwar geht es hier um die investierten Firmen in Bitcoin. An erster Stelle MicroStrategy. Wie man hier sieht, haben sie seit dem letzten halben Jahr ihren Bitcoin-Bestand massiv erhöht. 2020 waren es noch 38.000. 2021 sind wir hier schon bei 91.000 Bitcoins. Dazu kam, wo auf der vorigen Grafik nicht drauf war, Tesla hat ja auch 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoins umgetauscht. Also ich sage umgetauscht, weil eine Währung an sich tauscht man in meine Augen einfach gegeneinander um. Square
Bestand jetzt 8000 Bitcoins und das waren zuvor 4000, also sprich fast das Doppelte aufgestockt. Und das Interessante an der ganzen Sache ist auch noch der Grayscale Bitcoin Trust. Der hat jetzt ein Vermögen von knapp 650.000 Bitcoins. Wobei das Vermögen noch damals lag bei Oktober 2020 bei 450.000 Bitcoins. Also man sieht, die Akzeptanz ist da, wird auch genutzt und somit kann man auch belegen, dass der Wert von Bitcoin, wo jetzt eben bei um die 57.000 Dollar liegt, er ist auf jeden Fall zu begründen. Und der Bitcoin liegt jetzt zum Beispiel bei einer Marktkapitalisierung von, zu sehen auf marketcap.com, liegt bei 1 Billion US-Dollar, etwas drüber. Und meine Vermutung war, ab 1 Billion, also ab dieser Marktkapitalisierung von über 1 Billion, werden andere Firmen auch anfangen, drüber nachzudenken und sich eine Lösung zu suchen, um auch in Bitcoin zu investieren. Denn es ist ja in der Marktwirtschaft so, wenn du den Zug verpasst, wo auf einmal viele aufspringen, viele ein gutes Investment sehen, dann bist du irgendwann einfach nicht mehr auf der Überholspur. Und der Bitcoin ist ja in dem Sinn auch nur auf 21 Millionen Bitcoins, die jemals berechnet, geschürft, gemeint werden, begrenzt. Und das heißt, dieses Fenster, wie viel Bitcoin gibt es, wie viele Investoren gibt es, die wo schon so und so viele Bitcoins aus dem Markt gezogen haben. Ja, und da muss man sich eben früher oder später überlegen, was mache ich? PayPal ist dabei, das Unternehmen Visa ist auch gerade dabei, Payment-Lösungen im Sinne von Bitcoin und Ethereum und so weiter anzubieten. Vermögensverwalter Grayscale steht schon in Bitcoin. BlackRock, das ist der größte Vermögensverwalter auf der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 7 Billionen US-Dollar. Die sind bestimmt auch schon irgendwo an einem Projekt, wie sie in Bitcoin mit einsteigen, um ihren Investoren die Möglichkeit zu geben, in Bitcoins eben zu investieren. JP Morgan, die Deutsche Bank, auf die kommen wir jetzt sowieso. Was sehr interessant ist, die Deutsche Bank bescheinigt Bitcoin bullische Aussichten, wie in diesem Artikel vom Christian Stede beschrieben. Mit dem Zitat: Zentralbanken und Regierungen verstehen, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen auf dem Markt sind, um zu bleiben. Also wohlgemerkt, um zu bleiben. Daher erwarte ich, dass Regierungen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres mit der Regulierung beginnen werden. Und das sagt schon eindeutig, dass die Asset-Klasse Bitcoin jetzt doch Fuß gefasst hat, auch bei der Deutschen Bank. Gibt auch viele weitere Unternehmen, die wo jetzt verstanden haben oder es akzeptieren, dass Bitcoin eine Anlageklasse ist. Und da haben wir hier noch einen Artikel aus dem Jahr 2020, vom Oktober. Börsennotierte Unternehmen halten 600.000 BTCs. Immer mehr Firmen nehmen die führende Kryptowährung in ihre Anlagestrategie mit auf. Insbesondere in der jüngeren Vergangenheit wurde bekannt, dass öffentlich gehandelte Firmen massiv in BTC-Einlagen aufgestockt haben. Wie gesagt, jeder, wo jetzt noch nicht dabei ist, muss sich schnell überlegen, wie er den Zug noch erwischt oder aufspringen kann, denn stellen wir uns einmal vor, jetzt würde Apple, Microsoft und all die großen Unternehmen ihren Cashbestand, rein Apple mit ihrem Cashbestand, ich glaube von über 300 Milliarden US-Dollar, wenn die nur einen Teil auch in Bitcoin anlegen, um einfach in dieser Strategie dabei zu sein, dann kann ich mir vorstellen, dass der Bitcoin-Preis sicherlich steigt. Aber was mir mehr an Bedeutung zutrifft, wäre,
der Wert dahinter. Es ist ja auch wichtig zu wissen, als Bitcoin-Investor, welcher Wert ist dahinter und hat das alles Hand und Fuß. Ja. Und da möchte ich mal kurz, um einen kleinen Überblick noch zu bekommen, im Gegenzug den Bitcoin mit Gold und Silber anhand einer Vermögenspyramide darstellen. Die ist übrigens vom Friedrich und Partner, also vom Mark Friedrich. Und zwar, da sehen wir ganz unten an dem Ende der tiefen Spitze Bitcoin bei 0,24 Billionen US-Dollar. Im Verhältnis zu Silber und zu Gold. Also Gold hat in dem Fall 11 Billionen, ist diese auf der Welt kapitalisiert. Der ganze Aktienmarkt mit 90 Billionen US-Dollar, die ganze Geldmenge auf der Welt, sind wir bei 100 Billionen. Immobilienwerte hat die Welt von 250 Billionen. Eine Verschuldung von 270 Billionen und Derivate, also eher so am Kapitalmarkt, ist auf der Welt, also Vermögen ist das falsche Wort, es sind 1 Trillion bis 2 Trillionen an Derivatwerten schwirren um die Welt. Und da glaube ich, kann man schon sehr differenzieren, wenn Bitcoin, wenn die Nachfrage von größeren Unternehmen wie Apple, Microsoft und so weiter zunimmt, dass man bestimmt sehr schnell Silber eingeholt hat und sich dann dem Gold annähert. Und wenn dann Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold erreichen würde, dann kann sich ja jeder mal ausrechnen, auf welchen Preis das Bitcoin in Zukunft stehen kann. Also ich betone kann, es ist kein Muss, es kann so sein. Und ich denke, allein mit dieser Pyramide kann man sich nur mal den Überblick verschaffen, wo Bitcoin jetzt steht zum Verhältnis Gold. Und wenn eines Tages, wenn man mal weit in die Zukunft spekuliert, der Bitcoin so installiert ist und ein Wertaufbewahrungsmittel wird, wo auch viele Analysten davon ausgehen, und wir eine Verschuldung von 270 Billionen US-Dollar haben und sich Bitcoin dementsprechend als Wertspeicher darunter stellt, kann man sich dann schon mal leicht vorstellen, wo der Preis in Zukunft sein könnte. Wie gesagt, keine Anlageberatung, das ist nur meine eigene Meinung. Und ich wollte mit dem Video nur mal grundlegend darlegen, welchen Wert das Bitcoin jetzt hat im Vergleich zu 2017, 2018, wo wahrscheinlich nur die kleinen Spekulanten spekuliert haben. Ja, und dann bleibt die Frage, wie ihr das Ganze seht, und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen, um noch mehr Leute zu erreichen, die sich für solche Themen interessieren. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Video. Ciao!